Hallo, moin moin und herzlich willkommen zur 16. Lesung des Buches Eine für alle, alle für eine, Königin des Himmels. Ja, natürlich habe ich mir den Spruch von den drei Musketieren abgeguckt. Einer für alle, alle für einen. Ich dachte, das muss man doch nehmen. Das passt doch für dieses Buch, wenn die römisch-katholische Kirche uns mit den Marienerscheinungen und dem Ökumenismus alle unter ihre Fittiche wieder versammeln will. Da habe ich gesagt, das passt als Titel wunderbar. Und Bruder Maximilian hat sich die letzten Wochen und Monate dran gesetzt und das Buch angefangen zu übersetzen. Er hat noch nicht viel mehr als drei Kapitel geschafft, aber damit ist er weiter als ich. Ich habe es nämlich noch nicht mal geschafft, die drei Kapitel durchzulesen. Ich habe so viel andere Dinge um die Ohren in der letzten Zeit, dass ich mich da sehr wenig habe darauf vorbereiten können. Deswegen freue ich mich umso mehr auf diese dann Live-Lesung, ohne da wirklich präpariert drin zu sein. Und ich darf mich eben auch sehr, wie sagt man das, geehrt fühlen, den Bruder Max heute wieder in unserer Mitte begrüßen zu dürfen, weil er nimmt auch an dieser Lesung wieder teil aus Magdeburg in Deutschland. Und dann sage ich herzlich willkommen, Bruder Max, zur Lesung heute Abend zur 16. aus dem Buch Eine für alle, alle für eine, Königin des Himmels. Die heißt Maria im Mohammedanismus und elektronisches Beten mit E-Rosary. Ein Artikel, den anscheinend Maximilian sogar in unserer Lesegruppe einmal gepostet hat, so wie es scheint. Das wusste ich gar nicht mehr. Hallo Max. Ja, hallo. Ja, und erstmal keine falsche Ehre, ne? Ehre nur dem Herrn bitte. Ich bin natürlich froh, mit dir verbunden zu sein, Jörg. Und ja, es ist ja interessant, dass du den Titel jetzt vor der Lesung vorwegnimmst. Gut, ich sei dir versichert, das ist gar nicht so schlecht gewählt, denn wir tauchen ja ins dritte Kapitel des Buches ein und da geht es ja auch um die Königin des Islam. Und ja, die wir, wie wir schon festgestellt haben, wo es sich eben um Maria handelt, die ja von der römisch-katholischen Kirche gebraucht wird, um eben alle Religionen unter einen Hut zu bekommen. Und ja, was ist so die letzte Zeit passiert? Heute, pünktlich zum Namenstag des Papstes Nikolaus, ist die Greta Thunberg in Madrid eingetroffen zum großen Klimagipfel. Das ist ja auch ein Thema, wo wir letztes Mal, ich glaube, das war im Live-Chat in der letzten Premiere, das dürfte die vierte Lesung dieses Buches gewesen sein, wo wir uns noch mit dem Heiligen Lexikon befasst haben. Da ist auch mal die Thematik aufgetaucht und das fand ich in dem Zusammenhang sehr, sehr spannend, wo also einer schrieb, dass das Klima auch etwas ist, wo alle vereint werden. Und mir persönlich ist da ein großer Punkt aufgefallen. So wie das Klima oder die Klimaagenda, die gerade richtig gepusht wird, überall alle, ich sag mal, weltliche Mächte vereint, ja, also die Staaten an sich, ja, dass also überall CO2-Zertifikate in Gesetzgebung und so weiter durchgedrückt werden. Genauso vereint die Königin des Himmels, wenn man denn mal hinter den Vorhang schaut, alle falschen Kirchen auf dieser Welt. Also wir haben irgendwo schon wieder ein kirchliches und ein weltliches Bild, was gebraucht wird, um eben alle, ja, ich sag mal, alle Menschen, Staaten, Kirchen, falschen Kirchen wohlbemerkt, unter einen Hut zu bringen. Und wohlbemerkt unter dem Hut der römisch-katholischen Kirche, die uns ja bekannt ist aus der Offenbarung als die große Hure Babylon. Große Hure Babylon eben deshalb, weil sie die Stadt ist, die auf den sieben Hügeln sitzt und die sieben Hügel, so wird uns ja auch in der Offenbarung erklärt, eben für die Berge steht, auf denen die Frau sitzt und wie gesagt, Frauen sind ja Kirchen, sprich es ist die Stadt Rom damit gemeint und eben auch die römisch-katholische Kirche. Ja, das ist mir aufgefallen und umso ja, spannender ist es eigentlich jetzt auch in das dritte Kapitel einzutauchen, denn da befassen wir uns mit der Königin des Islam, die, wie wir feststellen werden, eben auch keine andere ist als Maria oder stellvertretend eben die Königin des Himmels. Ja, Max, bevor wir da reingehen, wollte ich gerade eben sagen zu der Erwähnung mit dem Klimathema, was du da gerade eben erwähnt hast. Ich hatte diese Woche gelesen, dass Staaten jetzt sogar militärisch verpflichtet werden können, um eben diesen Klimaregeln zu folgen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo ich das gelesen habe. Ich kriege es nicht mehr auf die Reihe. Das wird sicher noch mal ein interessantes Thema in der Zukunft sein, dass also den Staaten teilweise entweder durch die UN oder durch Einmarsch der NATO-Länder gedroht wird, wenn sie die Regeln der Klimareglementen der UN oder was nicht erfüllen, dass sie dann sogar mit Waffengewalt dazu gebracht werden können. Oh ja. Dass man sogar als Terrorist angeschaut wird oder eine Regierung als terroristisch angeschaut wird,
wenn sie nicht diese Klimaziele eisern verfolgt. Das ist natürlich eventuell eine Möglichkeit, um die Vereinigten Staaten von Amerika angreifen zu können. Weil nicht nur Donald Trump, sondern auch seine Vorgänger haben ja die ganzen Kyoto-Protokolle und diesen ganzen globalen Mist mehr oder weniger neben sich hingelegt und haben gesagt, da mache ich nicht dran mit. Wenn die das in der Zukunft auch noch machen, dann ist das vielleicht ein Grund für die UN in Amerika einzumarschieren, wo wir ja schon lange darauf warten, im Grunde, dass das passiert. Was denkst du darüber? Oder was hast du ja, darüber gehört, also über dieses Thema? Nee, ich habe auch Ähnliches gehört. Ich bin mir jetzt aber auch nicht sicher, wo das herkommt. Aber gut, ich lese generell, sag mal, so wie man sich halt als Bibelgläubiger Christ mit den News befasst, eigentlich so wenig wie möglich, aber so viel wie nötig. Ja, es war nicht in den Nachrichten. Ich habe es irgendwo im Internet aufgeschnappt. Ja, also auf YouTube, glaube ich, oder irgendwas in der Richtung. Also es war nicht so in den Mainstream-Medien. Nee, nee. Okay, ja gut, nee, so mit Militärgewalt das durchzupushen, gut, es würde mich jetzt nicht wundern und es würde eigentlich auch ins Bild passen. Ja, ganz klare Sache. Gut, feststellen muss man an dem Punkt wahrscheinlich auch noch mal kurz, dass eben, dass es ja bei der Sache um vor allem eins geht, eben um Einnahmen, um den Verkauf von Steuer, von CO2-Zertifikaten für unserem und eben auch um ja den einfachen kleinen Bürger, sage ich jetzt mal, zur Kasse zu beten, ja, für eben die entsprechenden für den entsprechenden CO2-Verbrauch eines Landes generell. Und ich denke mal, also so was das jetzt schon für Kreise schlägt mit dieser Agentin Greta Thunberg, die da ja auch im Grunde genommen nichts anderes als ein missbrauchtes Kind für ist, für diese ganze Agenda, was das jetzt schon für Kreise schlägt, da würde es mich nicht wundern, wenn uns da noch einiges aus Schweden, sage ich jetzt mal, und dafür stellvertretend aus Rom, weil sie ist ja im Grunde genommen auch vertreibt keine andere Agenda als die des Papstes, wenn man das genauer sich mal anschaut, was uns da noch so erwartet in den kommenden Jahren. Also ich kann nur sagen, hier hat auch irgendwer, letzte Woche war das, glaube ich, ein Spaßvogel, irgendwelche Aufkleber an die Bäume geklebt mit How dare you, also überall waren How dare you Aufkleber hier auf den Bäumen. Also selbst hier in der Straße ist der Klimawandel schon angekommen von dieser Greta Thunberg. Und ich denke mal, das passt schon ganz gut ins Bild, dass eben da auch mit Militärgewalt versucht wird, dann zukünftig das weiter durchzusetzen. Und bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt, nicht wahr? Ja, ja, das kennen wir genau. Ja auch alle schon von früher. Ja, gut, dann würde ich vorschlagen, dann beginnen wir mal mit der Lesung heute. Wie gesagt, der 16. in dem Kapitel 3, Königin des Islam, aus dem Buch Könige, eine für alle für eine, Königin des Himmels. Aber, ihr habt ja bereits an dem Titel gesehen, ich habe es ja gesagt, das hatte irgendwas mit elektronisches Beten zu tun. Was ist das denn? E-Rosary. Vatikan bietet Klick zum Beten, Wearable, an. Also, Jesus geht elektronisch. Ja? Mit dem Klick zum Beten Wearable für 99 Euro, das ist ja hinterhergeschmissen, will der Vatikan nun vor allem Jugendlichen eine neue Möglichkeit zum Beten geben. Hört gut zu und macht ein bisschen Selbstanalyse dieses Textes. Ich werde das nicht vollständig analysieren. Ich denke, dass wir inzwischen alle genügend Verständnis haben, um das selbst machen zu können und unsere eigenen Dinge dabei denken zu können, bei dem, was in diesem Artikel hier aus dem Vatikan News ja steht. Der Vatikan bringt ein smartes Rosenkranz-Wearable für 99 Euro auf den Markt. Es trägt den Namen E-Rosary und wird von Vatican News, dem Online-Newsportal des Heiligen Stuhls, auch als Rosenkranz 3.0 bezeichnet. Das Wearable richte sich vor allem an junge Menschen, heißt es. Junge Menschen, die angeregt werden sollen, für den Weltfrieden zu beten. Wenn wir unsere Bibel verstehen, wer ist denn dann derjenige, der den Weltfrieden bringen kann? Wer ist denn dann der Prinz des Friedens? Doch nicht irgendeine durch einen Rosenkranz angebetete Maria, sondern Jesus Christus, biblisch gesehen, nicht wahr? Nun, vorgestellt wurde Click to Pray e-Rosary, also Klick um zu beten, elektronischer Rosenkranz, bei einer Pressekonferenz des Vatikans. Das Gadget, also dieses kleine Gerätchen, besteht aus einer Perlenkette mit einem schwarzen Kreuz. Es kann als Armband getragen werden und aktiviert sich über ein Kreuzzeichen. Bei den Perlen handelt es sich um Obsidian- und Hämatitperlen, also um Edelsteine.
Und woher kennen wir die Edelsteine? Der aufmerksame Zuschauer unserer Gender-Agenda, der kann es inzwischen schon auswendig singen aus dem Buch Hesekiel und Jesaja und so weiter, nicht wahr? Dieses Gadget, also dieses kleine elektronische Gerätchen, wird mit einer oder mit der Click-to-Pray-App verbunden. Also das ist komischerweise alles in Englisch hier. Click-to-Pray heißt nichts anderes als drück zum Beten. App ist eine, wie sagt man das wieder, wie heißt das wieder ausgeschrieben? App ist Appliance, also eine, ja. Wie sagt man das im Deutschen? Ich mag diese ganzen englischen Wörter nicht. Anwendung, ne? Eine Oder also Anwendung, ein genau, Programm danke. fürs Ja, eine Händchen. Anwendung für einen Computer, genau, oder wie für ein Smartphone halt, ne? Eine Anwendung, also ein kleines Programm im Grunde, ne? Also da geht es um ein Programm und das heißt Click to Pray, das heißt auf Deutsch ganz einfach drück zum Beten. Warum man das nicht in Deutsch schreiben kann, verstehe ich nicht. Ja, wer das jetzt sagt, der hat die eine Weltordnung nicht verstanden. Der versteht nicht, dass wir alles eins werden müssen, dass wir alle eine Sprache sprechen müssen. Ich sage nicht, dass das Englisch wird, aber Englisch führt uns vielleicht dahin. Ne? Und im Augenblick wird unser Deutsch ja sowas von vergewaltigt mit englischen Termen. Ja? Anglizierung nennt man das ja auch. Einige Leute verstehen das Wort schon mal gar nicht, wo halt immer in unsere gute deutsche Sprache englische Wörter eingebaut werden und das Deutsche verschwindet immer mehr. Warum kann man denn nicht sagen, drück zum Beten? Warum muss es Click to Pray sein? Ich verstehe es nicht. Ja? Und das kommt natürlich ganz schön daher, Click to Pray von Click to Play, ne? Drück zum Spielen, was man ja aus den Spielekonsolen, Computerkonsolen und solchen Dingen und für den ganzen Computerspielen kennt. Ne? Also das Gadget wird mit der Drück zum Beten Anwendung verbunden, die laut Angaben des Vatikans von vielen tausend Menschen weltweit täglich während ihrer Gebete genutzt wird. Auch Antichrist, ah ne, das steht hier nicht. Auch Papst Franziskus ist in diesem Netzwerk mit einem eigenen Profil vertreten und aktiv. Bei der Aktivierung des elektronischen Rosenkranzes kann der Nutzer wählen, ob er den Rosenkranz beten will oder ein anderes Gebet. Täglich stehen über diese Anwendung neue Gebete zur Auswahl. Dieses Gerätchen signalisiert nach dem Start des Gebets den Fortschritt und zählt auch alle durchgeführten Gebete. Na guck mal, man kann es doch auch in Deutsch lesen. Verantwortlich für den elektronischen Rosenkranz ist das internationale Gebetsnetzwerk des Papstes, also des Antichristen. Das sind die Worte, die lassen Sie immer so schön aus in diesen Artikeln. Ne? Dessen Leiter, also der Leiter des Gebetsnetzwerks des Papstes, der französische natürlich Jesuit Frédéric Fourneau, erklärte, dass die Jugendlichen mit dem elektronischen Rosenkranz in der Peripherie der digitalen Welt erreicht werden sollen, um nicht nur das Gebet des Rosenkranzes zu erlernen, nein, sondern auch für den Weltfrieden, deswegen habe ich das hier zweimal in Blau angekreuzt, dass ihr das wiedererkennt, zu beten und das Evangelium zu meditieren. Was ist denn das Evangelium meditieren? Nichts anderes, wenn es von einem Jesuiten kommt, als die Aussage, dass wir doch bitteschön unsere spirituellen, geistigen Hirngymnastikübungen machen sollen, um uns durch Meditation darin zu verlieren, was die Bibel verbietet, nämlich Spiritualismus. Ja? Das geistige Leben des Menschen hier hat nichts mit dem Spiritualismus der New Age-Bewegung oder der heidnischen Bewegung überhaupt zu tun. Da wollen wir mal eben einen ganz deutlichen Schnitt machen, dass die Leute das ganz, ganz deutlich verstehen. Spiritualismus hat nichts zu tun mit dem geistigen Leben eines Christen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das verstehen. Und deswegen ist dieser Satz so gefährlich, weil die meisten Leute den Unterschied überhaupt nicht begreifen. Das Evangelium zu meditieren, natürlich, ich kann doch ein wenig meditieren darüber, was Johannes und Lukas und Markus und Paulus Matthäus geschrieben haben. Da kann ich ja meditieren, da kann ich mal in mich selbst gehen, da kann ich mich mal hinsetzen im Schneiderschnitt, mach meine Augen zu, streck meine Arme aus und hum, hum. Das ist das meistgesprochene Wort auf dieser Welt. Und das ist eine Anbetung eines fremden Geistes. Das ist Spiritualismus. Das hat nichts mit dem geistigen Leben eines Christen zu tun. Diejenigen,
die bibelgläubige Christen sind und die dieses Video sehen, die sagen natürlich, ja Jörg, das wissen wir schon länger, du musst ja hier nicht dem Chor predigen, wie man das so schön im Englischen sagt, ne? Don't preach to the choir. Ich gebrauche natürlich auch oftmals englische Termen, weil ich eben auch viel Englisch spreche und viel englische Videos mache. Und da gibt es dieses Sprichwort, predige nicht zu dem Chor, ne? Also nach dem Motto, sing dem Chor nicht vor, das kennen die sowieso, das ist deren Text. Aber es gibt ja hoffentlich auch viele Katholiken und Menschen, die noch wirklich wahre bibelgläubige Christen werden oder werden wollen, oder zumindest glauben, weil Gott sie zieht, die dieses Video schauen und die verstehen, dass wir mit Meditation in der römisch-katholischen Kirche in eine neue Zeitalterbewegung, also in Neudeutsch sagt man ja New Age-Bewegung, reingezogen werden. Und so wandelt der Ökumenismus auf ganz sachten Pfoten, dass wir ihn gar nicht anhören kommen. Das ist ganz, ganz gefährlich. Also bitte, meditieren ist Spiritualismus, ist gefährlich, nicht tun, aber sich geistig bewusst zu sein davon und sich zu leiten lassen von dem wahren Heiligen Geist, von dem ich nur geleitet werden kann, wenn ich mich in der Bibel festige, wenn ich sie lese, wenn ich sie lebe, wenn ich sie lerne, wenn ich sie studiere, wie ein guter Beröer, und wenn ich alles in dieser Welt an der Bibel messe, dann werde ich geleitet durch den Heiligen Geist und dann führe ich ein geistiges Leben. Und das ist nicht dasselbe wie Spiritualismus. Wäre der Michael jetzt hier, dann könnte er für mich übernehmen und würde da wahrscheinlich noch ein paar Minuten dran machen. Der kennt sich dann nämlich noch viel besser mit aus als ich. Aber das wisst ihr ja von den Lesungen über die Agenda, wo der Michael ja oft genug über diese Dinge spricht. Er ist leider ein wenig verhindert im Moment, sonst hätte er uns bereits begleitet bei dieser Lesung. Ja, soweit über das E-Rosary, aber ich möchte natürlich gerne den Max auch mal zu Wort kommen lassen, der ja wahrscheinlich zu dem Artikel auch etwas zu sagen hat, was ich jetzt gerade vorgelesen habe, nicht wahr? Ja, stimmt schon. Ja, hast du recht, da würde der Michael wahrscheinlich schon einiges zu erzählen können, aus seiner Vergangenheit auch. Ich persönlich denke, meditieren, da geht es ja auch im Grunde darum, dass man zwischen Anführungszeichen seinen Geist frei macht, an nichts denkt und so in seinen inneren Frieden und sonst was findet. Und man tut ja im Grunde genommen damit auch nichts anderes, außer eben allen möglichen Geistern Zutritt zu verschaffen. Zu das seinem Tor eigenen. Zu öffnen, genau. Genau, ja, weil was frei und offen ist, ja, da können halt entsprechend unreine Geister dann auch hereinspazieren, ja. Und deshalb denke ich, ist das etwas, was schon sehr ernst zu nehmen ist und auch nicht mal eben so zu vernachlässigen ist, dass es also schon etwas ist, was eben absolut unbiblisch ist und wo uns die Bibel zusagt, dass wir es eben nicht tun sollen. Und zum E-Rosary, ja, was soll man dazu groß noch sagen? Es ist halt wieder mal eine tolle Nachricht aus dem Vatikan. Mich wundert eigentlich nur, dass die Greta Thunberg so ein Ding nicht schon längst ums Handgelenk trägt. Aber wer weiß, das kann ja auch noch kommen. Ich denke mal, dass hier ja ganz bewusst auf eben die junge Generation zugegangen wird, die ja ganz durchaus schon wissen, was eine App ist und entsprechend auch, was Wearables sind und Gadgets und dergleichen. Sehr gefährlicher Trend, der sich da beobachten lässt. Zumal wir ja auch um diese große und immer größer werdende Bewegung Fridays for Future 666 wissen, die ja entsprechend auch von der Greta Thunberg ins Leben gerufen wurde. Ja, ich denke mal, das ist ein und derselbe Geist, der diese Dinge eben ins Leben ruft. Und wir wissen ja sowieso schon mal grundlegend, da braucht man auch gar nicht mehr jetzt zu sagen, dass eben das Rosenkranzbeten etwas absolut Unbiblisches ist, was mit der Bibel absolut nichts zu tun hat. Und da hatten wir ja auch, glaube ich, auch schon drüber gesprochen. Ja, da haben wir schon ausführlich drüber gesprochen, ja, in mehreren Lesungen, soweit ich weiß. Also da denke ich, müssen wir gar nicht großartig mehr was zu sagen. Aber das ist ja auch schon mal etwas, das sollte einem schon zu denken geben. Ja, wer hier, wie es da hieß, wo die Peripherie oder die jungen Leute in der Peripherie der digitalen Welt zu erreichen, das von den Jesuiten, da sollten wir schon hellhörig werden. Genau, hellhörig werden, das war das Wort, ja. Genau. Ja, wir ergänzen uns gut, Max. Ja. Gut, ich schlage mal vor, dass wir dann in das Buch reingehen. Und zwar in das Buch Eine für alle, alle für eine Königin des Himmels. Ich werde hier wieder das Video in der Zwischenzeit starten, wo wir die paar Marienbilder sehen, die wir ja aus dem Heiligen Lexikon alle, die ich da in ein kleines Video mit reingebaut habe und die wir uns in der Zwischenzeit dann anschauen können. Dann haben wir hier und da mal ein bewegtes Bild.
zumindest ein wenig. Und dann gehen wir jetzt in Kapitel 3 in der 16. Lesung, halt Königin des Islam. Denken Sie an die Regionen unserer heutigen Welt, die potenzielle Zeitbomben sind. Pulverfässer, die darauf warten, von einem religiösen Streit entfacht zu werden. Kann sich jemand vorstellen, wie religiöse Differenzen in diesen Gebieten gelöst werden können? Wer heute auf der Erde leben könnte, als Vermittler oder Diplomat auftreten, der die Fähigkeit hat, was? Wer Lebende. Heute, bitte? Lebende heißt es, der, wer heute auf der Erde Lebende. Ah, genau, ja. Ich habe irgendwie ist verkehrt gelesen, deswegen wollte ich nochmal anfangen. Wer heute auf der Erde Lebende könnte als Vermittler oder Diplomat auftreten, der die Fähigkeit hat, eine friedliche Lösung herbeizuführen? Sicherlich wäre dies für das Eintreten eines solchen historischen Ereignisses ein übernatürliches Wunder erforderlich. Es gibt einige, die sagen, dass die marianischen Erscheinungen und ihre Botschaften eine solche Möglichkeit bieten. Auch wenn der Titel dieses Kapitels, ne, Königin des Islam, dem Leser seltsam erscheinen möge, ist er doch angemessen, wie wir im Verlauf dieser Lesung sehen werden. Wie konnte die Königin des Himmels Einfluss auf die Millionen von Muslimen nehmen, die Allah folgen? Diejenigen, die das heilige Buch der Muslims, den Koran, studiert haben, wissen vielleicht von der Antwort. Tja, man muss dazu sagen, dass, soweit ich es weiß, und ich habe es niemals richtig studiert, ich habe auch nicht die Absicht, das zu tun, meine Zeit damit mehr oder weniger zu verschwenden, den Koran zu lesen. Nur soweit ich bis jetzt verstanden habe, ist es sogar eigentlich verboten, den Koran in eine andere Sprache als Arabisch zu übersetzen. Und von daher wäre es noch nicht mal korrekt für mich, wenn ich den Koran lesen würde, in Deutsch oder in Englisch oder was auch immer. Und ich habe natürlich überhaupt keine Ahnung, ob die Übersetzung auch wirklich richtig ist. Ja? Hast du da Kenntnis von, Max, über die Übersetzung des Koran? Ja, ich habe natürlich in dem Zusammenhang dieser Lesung, da werden ja auch einige Stellen aus dem Koran zitiert, wo also immer auf die Sure verwiesen wird. Und da Sure, kommt auch das gleich auch noch dann, hin, ja, stimmt, ja. Ja, da habe ich also auch erst dadurch festgestellt, dass eben Sure Kapitel bedeutet. Ja, der Koran hat ja, ich glaube, auch so knapp 60 Kapitel und da sind dann halt alle Suren und die haben aber auch nochmal einzelne Namen. Ja, mhm. Also das heißt eigentlich Sures Kapitel. Ich habe vor allem eins festgestellt, als ich mir, gut, ich habe den natürlich in Deutsch dann gelesen, ja, sprich, ich habe es natürlich nicht auf Arabisch gelesen, ist ja logisch, ist mir vor allem eins klar geworden, dass wenn man sich ein bisschen da mal durchliest im Koran, da ist mir ganz schnell deutlich geworden, dass es sich genauso liest wie das Heiligen Lexikon oder die Legenda Aurea oder das Proto-Evangelium oder eben die apokryphen Schriften, dass es also etwas ist, was ganz eindeutig, wenn man denn bibelgläubiger Christ ist, was ganz eindeutig eben nicht ein eingegebenes Wort Gottes ist, sondern eben das Wort eines Menschen. Also keine das ist, inspirierte Schrift, mit anderen Worten. Genau, das ist einem ganz, ganz schnell deutlich, wenn man denn mit der Bibel vertraut ist. Das wollte ich dazu noch sagen. Okay. Also auch wenn dieser Titel oder der Titel dieses Kapitels dem Leser seltsam erscheint, ist er doch angemessen, wie wir sehen werden. Wie in Gottes Namen, sagen wir mal, konnte die Königin des Himmels Einfluss auf die Millionen von Muslimen nehmen, die Allah folgen? Diejenigen, die das heilige Buch des Muslims, den Koran, studiert haben, wissen vielleicht von der Antwort. Erstens stellt der Koran Jesus Christus als Propheten dar. Einzigartig in seiner vorgeburtlichen Natur, seiner wunderbaren Geburt, seinen Wundern und seiner moralischen Statur. Muslime verehren Jesus Christus, aber sie akzeptieren nicht, dass Jesus Christus Gott ist. Wie der Koran sagt, und jetzt wird's interessant, die Engel sagten zu Maria, Allah bittet dich, dich über ein Wort von ihm zu freuen. Sein Name ist der Messias, Jesus, der Sohn Mariens. Er wird erhaben sein in dieser und in der kommenden Welt und einer von denen, die begünstigt werden. Er wird den Menschen in seiner Wiege und in der Blüte der Menschheit predigen und ein rechtschaffenes Leben führen. Er wird erhaben sein in dieser und in der kommenden Welt und einer von denen, die begünstigt werden. Also Jesus Christus ist hier ganz klar anderen Menschen gleichgestellt und seine Göttlichkeit wird hier ganz deutlich verneint. Das sieht man in diesem Satz schon mal ganz deutlich. Da muss man gar nicht weiterlesen. Hier hat man diesen Punkt, glaube ich, schon ganz gut begriffen. Nicht wahr, Max? Ja, und der Satz vorher ist auch, denke ich mal, entsprechend wichtig. Sein Name ist der Messias Jesus, der Sohn Mariens. Ja, und also nicht der Sohn Gottes. Ne? Genau, das ist also auch wieder, ja,
Wieder, ja, da wird das wieder verneint hier. Es ist interessant festzustellen, sagen die Autoren, dass Jesus im Koran fast ausschließlich als Jesus, Sohn Mariens und nicht als Sohn Gottes bezeichnet wird. Genau der Punkt, den wir gerade besprochen haben, machen die Autoren hier. Der Koran leugnet vehement, ja, das ist ganz, ganz wichtig. Er leugnet vehement, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Aber er schätzt sowohl Jesus als auch Maria sehr. Wenn ein Buch leugnet, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dann ist das der Geist des Antichristen. Und das ist nicht Jörg, der das sagt. Das ist die Bibel, die das sagt. Lest eure Bibel. Da steht drin, im 1. Johannes Kapitel 4, wenn ich mich nicht irre. Wir können das ist 1. Johannes 2, 23. Ja, okay, dann ich wollte das gerade also auch wahrscheinlich. Welcher leugnet das hier? Antichrist? Achso, nee, Johannes, 1. Johannes 2, 22 und 2, okay. 23. Ja, gucken wir mal eben hier im 1. Johannes, wenn das eben mal aufgeht hier. Kleine Sekunde. 1. Johannes, 2. Kapitel, 23, Warnung vor antichristlichen Verführung. Wer ist der Lügner, wenn nicht der, welcher leugnet, dass Jesus der Christus ist? So, voilà, da haben wir es. Wer ist der Lügner, wenn nicht der, welcher leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Also, wir lesen hier, die ganzen Meldungen, ich war den ganzen Tag nicht hier, jetzt kommen die ganzen Push-Meldungen hier rein, Entschuldigung, muss ich mal eben wegmachen. Entschuldigung, aber es ist sonst ist hier ganz nervig. Ich hatte den ganzen Tag den Browser noch nicht offen, dann kommen die ganzen Push-Meldungen rein. Das, was wir hier gerade aus der Bibel vorgelesen haben, ja, wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht, das lesen wir dann doch in dem PDF hier, also in dem Buch, da steht doch, der Koran leugnet vehement, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Also, wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Kann ich es noch, muss es noch deutlicher? Ich meine, wir könnten hier mit der Buchlesung jetzt aufhören, ne? Das ist ganz, das ist doch ganz deutlich die Bestätigung. Wer den Sohn leugnet, hat den Vater nicht. Was sagt der Koran? Der Koran sagt, Mensch, geh auf hier. Der Koran sagt, dass Jesus nicht der Sohn Gottes ist. Also haben sie weder den Sohn noch den Vater. Also ist das der Geist des Antichristen. Da muss ich doch gar nicht weiter diskutieren. Da hilft mir auch gar keine weitere Sophistik oder Kasuistik. Da hilft mir kein von, ja, aber so ist das nicht gemeint. Nee, doch, so ist es gemeint. Der Koran leugnet vehement, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Damit hat der Koran weder den Sohn noch den Vater, akzeptiert den Sohn nicht als vom Vater sein. Und von daher ist der Koran geschrieben oder zu verstehen aus dem Geist des Antichristen. Ganz, ganz klar, da gibt es überhaupt keine Diskussion. Ja? Und das ist übrigens auch oftmals mit der römisch-katholischen Kirche so. Ihr werdet euch da vielleicht an dieser Stelle noch ein wenig wundern, wenn ihr hier bei neuen Lesungen kommt, also wenn ihr den Kanal noch nicht so gut kennt. In Babylon Mysterienreligion machen wir das ja jede Woche, da haben wir glaube ich schon 17 Lesungen oder sowas hinter uns. Und da ist das ja auch so, dass wir oftmals die römisch-katholische Enzyklopädie als Brunnen anholen und wir zitieren einfach die Worte der römisch-katholischen Kirche selbst. Ich möchte euch da mal ein ganz kurzes Beispiel von geben. Also Entschuldigung, dass ich jetzt mal eben abweiche, aber ich kann nicht anders. Ja? Ich lese ja auch noch das Doppelgesicht des Papsttums. So, und da müssen wir weiterlesen auf Seite 175. Und da geht es gerade über Schrift oder Tradition. Ja, das waren so die letzten Themen, mit denen wir uns beschäftigt hatten. Da müssen wir mal eben sehen, auf Seite 175 muss ich weiterlesen. Also hier geht das jetzt demnächst weiter. Einladung zur 17. Lesung, 16 haben wir gemacht. Jetzt aber, warum mache ich das jetzt auf? Hier geht es also, wie gesagt, um, wie heißt das Kapitel hier? Gehen wir mal kurz hoch. Schrift und Tradition. Also da geht es um die römisch-katholische Kirche und ob sie die Bibel, die inspirierte oder das inspirierte Wort Gottes als höchste moralische und überhaupt Autorität akzeptiert oder ob sie das mit ihrer Tradition gleichsetzt. Und da habe ich hier zwei Sprüche mal rauskopiert.
Das kommt aus der katholischen Enzyklopädie. Ja, es ist nicht Jörg, der das sagt. Es ist kein Protestant, der das sagt. Es ist die römisch-katholische Enzyklopädie selbst. Und das ist jetzt zwar elektronisch, aber ich hätte jetzt beinahe gesagt, ich schwöre. Ich darf hier nicht schwören. Ich habe hier im Schrank neben mir, ich sitze hier in meinem Schlafzimmer, ich habe einen großen Schlafzimmerschrank über meinem Bett. Ich habe in dem Schrank alle Teile der 1907 bis 1913 erstellten und gedruckten katholischen Enzyklopädie auf Englisch. Das ist ein monumentales Werk, das hat mir Brett Norman einmal geschickt, das war eine sauschwere Kiste. Und in Band 12 auf Seite 496 steht, und ich habe das natürlich übersetzt ins Deutsche, steht da in Englisch, da steht, Zitat, die Vormachtstellung der Bibel als Quelle des Glaubens ist unhistorisch, unlogisch, tödlich für die Tugend des Glaubens und zerstörend für die Einheit. Sie ist unhistorisch. Fällt dir dazu noch was ein, Max? Boah, das ist ja mal eine Outung, dass sie das Antichristentum sind, ne? Mehr kann man dazu, glaube ich, nicht sagen. Nee, ja. Bibel, euer Christ. Das ist schon harter Tobak. Ich bin sehr dankbar für den Fund, den du da gemacht hast. Ja. Ja. Es gibt hier noch ein anderes Zitat, das habe ich da auch mal nebenbei gemacht. Das kommt aus den römisch-katholischen Konfessionen für Protestanten. Das ist ein Ding, da wollte ich schon lange, lange, lange ein Video drüber machen. Da laufe ich schon 3 Jahre mit schwanger mit dem Gedanken, wenn ich den Artikel nochmal irgendwo auf meinem Computer zurückfinde. In Ungarn im 19. Jahrhundert, wenn ich mich nicht irre, wurden unglaublich viele bibelgläubige Christen verfolgt und auch im 18. Jahrhundert, 18. und 19. Jahrhundert. Und die mussten nach dem römisch-katholischen Motto, das wir ja kennen, konvertiere oder stirb, bestimmte Konfessionen, also Bußen ablegen gegenüber der römisch-katholischen Kirche, mussten bestimmte Aussagen machen. Und eine dieser Aussagen, nämlich Artikel 11, aus diesen Aussagen, das sind glaube ich 20 Punkte oder so, 21 Punkte, die Sie da lesen, es ist Jahre her, dass ich es gelesen habe. Und das ist nur in Englisch und ich wollte das halt mal ins Deutsche übersetzen und da ein Video von machen, aber Entschuldigung, ich wollte so viel machen. Aber der Punkt 11, der sagt hier das Folgende. Wir bekennen, ja, das sind also Protestanten, die zum Katholizismus übertreten, um dem Tod auf dieser Welt zu entgehen. Wir bekennen, dass der Papst die Macht hat, die Schrift zu ändern, zu ergänzen und nach seinem Willen daraus wegzunehmen. Das ist also römisch-katholisches Dogma. Hier bekennen das Protestanten, die sich zum Katholizismus konvertieren, gezwungenermaßen. Aber es ist eine Aussage der römisch-katholischen Kirche, weil die Protestanten sagen in diesem Augenblick, wir geben unser, wie man so schön in Latein sagt, sola scriptura, ja, die Bibel und die Bibel alleine, auf und sagen, bekennen, dass der Papst die Macht hat, die Schrift zu ändern, die Schrift zu ergänzen und nach seinem Willen da rauszunehmen. Deswegen habe ich das weg zwischen Klammern dabei geschrieben. Also, der Papst kann seine eigene Bibel schreiben. Und das müssen die Protestanten hier bekennen, wenn sie sich zum Katholizismus bekehren wollen. Das war, wie gesagt, im 18. oder 19. Jahrhundert in Ungarn. Und da gab es diese Artikel. Ich habe es irgendwo auf dem Computer, aber ich weiß nicht, ob ich es noch jemals finde. Aber zusammen mit diesem ersten Satz, der aus der katholischen Enzyklopädie selbst kommt, und pass auf, das ist zwar hier elektronisch, aber ich habe das Ding ja hier, ich habe es ja nachgeschlagen. Ich habe Band 12, Seite 496 aufgeschlagen, ich habe es nachgelesen, es steht da Wort für Wort so drin, in Englisch. Ich habe es ja hier übersetzt ins Deutsche. Steht da so drin. Und wenn ihr jetzt sagt, wir kontrollieren das auch mal, das könnt ihr gerne machen, die katholische Enzyklopädie von 1913 findet ihr online, nur in der katholischen Enzyklopädie von 1913 online ist nicht immer das drin, was auch in der gedruckten Version steht. Und das ist etwas, das könnt ihr rausfinden, wenn ihr meine Lesung verfolgt von Babylon, Alle Wege führen nach Rom, das Buch von Michael de Semlien. Das hatte ich ja in Deutsch und in Englisch gelesen. Das ist ja eine Spielliste mit deutschen und englischen Videos. Und in der Lesung, ich glaube, Nummer 16, ich will jetzt nichts Verkehrtes sagen, 16, 17, 18 in der Region, da geht es, ich glaube, es ist vor allen Dingen in der englischen Lesung, wo ich es deutlich gemacht habe, in der deutschen weniger, da geht es um den Krönungseid des englischen Königshauses. Und der wurde Anfang des 20. Jahrhunderts, vor 1907, wurde der geändert.
Und in der gedruckten katholischen Enzyklopädie steht noch die richtige Version und in der Online-Version der katholischen Enzyklopädie von 1913 steht eine andere Version. Also da muss man dann auch vorsichtig sein, weil das, was online steht, ist nicht immer das, was auch gedruckt steht. Und ich habe halt die gedruckten Bücher hier. Also jetzt vergesse ich hier die ganze Zeit mein Bild oder sowas hinzumachen, ist auch wurscht. Ne? Ihr wisst ja, der Max und ich, wir arbeiten ja zusammen. Das geht ja, wieso macht er jetzt das Bild hier nicht? Sag mal, was ist denn hier los? Mann. Hier, das Bild wollte ich jetzt haben. Ich kann ja das Bild einblenden, wie ich will, auch wenn der Max da steht. Ihr hört ja, dass ich das bin, der hier spricht. Also, das werden wir jetzt das nächste Mal, wenn wir dieses Buch lesen, werden wir hier reingehen und dann noch einen extra Artikel, den ich hier gemacht habe, ein bisschen länger. Ja, auch ganz interessant, können wir vielleicht auch mal kurz reingehen. Niemand zurückkommt auf die Lesung Nummer 17, da hatten wir hier gelesen in diesem Buch, niemand es wagen solle, die Heilige Schrift gegen den Sinn zu erklären, welchen die Heilige Mutterkirche festgehalten hat und noch festhält, als welcher es allein zukomme, über den richtigen Sinn und Auslegung der Heiligen Schrift zu urteilen. So steht es hier in diesem Buch geschrieben. Also das ist auch eine Aussage der römisch-katholischen Kirche, ne? Dass sie also ihre Tradition und die Erklärung der Schrift über die Schrift selber legt. Wenn die Kirche, wie besprochen, ihre Überlieferung, also Tradition, über die Schrift setzt, ist das ein weiteres unbestreitbares Merkmal des Papstes als Antichristen. Denn es steht geschrieben im 2. Thessaloniker Kapitel 2, Vers 1 und folgende Zitat: Wir bitten euch aber, ihr Brüder, wegen der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, lasst euch nicht so schnell in eurem Verständnis erschüttern oder gar in Schrecken jagen, weder durch einen Geist noch durch ein Wort, noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief, als wäre der Tag des Christus schon da. Also da sprechen wir über das Wiederkommen Jesu Christi, das Zweite. Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde offenbart werden, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt und als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Seine eigene Lehre über die des Wortes Gottes stellen, qualifiziert meines Erachtens, das ist meine Meinung, Jörg, ja, wenn der Papst seine eigene Lehre über das Wort Gottes stellt, dann qualifiziert ihn das meines Erachtens zu dem, was in diesem Bibelstück gemeint ist. Der Papst erhebt sich über alles, was Gott ist, die Bibel, das Wort, am Anfang war das Wort und so weiter. Und wenn wir das dann sehen im Zusammenhang mit dem, was wir hier gerade eben gelesen haben, die Vormachtstellung der Bibel als Quelle des Glaubens ist unhistorisch, unlogisch, tödlich für die Tugend des Glaubens und zerstörend für die Einheit, sie ist unhistorisch, ja, dann macht es doch alles Sinn, oder? Max, hast du da noch was zu sagen? Nee, es ist, wieder mal etwas, wo sich viele Puzzleteile zusammenfügen und das im Lichte der Bibel wohlgemerkt und uns da ganz deutlich wird, dass es hier um keinen anderen geht als den Antichristen selbst. Ja. Und auch finde ich ganz interessant, dass man hier wieder mal sieht, dieses Transferdenken, ja, durch verschiedene Bücher zu lesen und aus verschiedenen Büchern verschiedene Informationen rauszuholen, die dann alle sich einander bestätigen und zwar im Sinn der Bibel, ne? Das ist, glaube ich, jetzt hier ganz gut deutlich geworden aus das Doppelgesicht des Papstes. Ein, wie gesagt, ein wunderbares Buch, ja. Ein wunderbares Buch. Ich bin so froh, dass ich das gefunden habe. Aber ich bin auch froh, dass ich hier Königin des Islam gefunden habe. Also eine für alle für eine Königin des Himmels. Aber die Bilder hier, was ist denn der Computer so furchtbar langsam? Ich will hier meine Bilder verändern, da funktioniert überhaupt nichts mehr. Was ist denn das hier? So, die Lesung und dann machen wir den Film nochmal eben weiter, den wir schon geschaut hatten. Irgendwie hat mein Computer keine Lust hier. CPU dreht auf fast 80%. Weswegen? Dann läuft doch gar nichts. Also, Film läuft. Gut. Also, nochmal. Es ist interessant festzustellen, dass Jesus im Koran fast ausschließlich als Jesus Sohn Mariens und nicht als Sohn Gottes bezeichnet wird. Der Koran leugnet vehement, dass Jesus der Sohn Gottes ist, aber er schätzt sowohl Jesus als auch Maria sehr. Und von daher wissen wir jetzt ganz eindeutig, dass der Koran ein inspiriertes Buch ist von dem Antichristen und nicht inspiriert von unserem Vater im Himmel. Wichtiger für unseren Kontext ist die Tatsache, dass Maria sowohl im Koran als auch im Hadith hoch geehrt wird. Die Muslime halten Maria für die größte aller Frauen. Außerdem soll Mohammed gesagt haben, dass Maria die, Zitat, Stufe der Vollkommenheit, Ende Zitat, erreicht hat.
Muslime, oder ich sage eigentlich lieber Mohammedaner als das Wort Muslime. Ich finde, Muslime ist so ein abwertendes Wort irgendwie, hat so einen negativen Klang, finde ich persönlich. Mohammedaner klingt freundlicher, ist meine persönliche Meinung, ja. Und ich möchte mich mit solchen Leuten ja auseinandersetzen auf eine freundliche, gute Art und Weise. Ich möchte mit ihnen disputieren, ich möchte mit ihnen debattieren, ich möchte sie zum Wort Gottes führen, ich möchte keine Feindschaft sehen zwischen uns. Ich finde das Wort Muslime, finde ich irgendwie nicht in Ordnung, weil Mohammedanismus ist ja eigentlich besser, weil sie vertrauen ja auf Allah und Mohammed ist sein Prophet. Sie sind Folger des Mohammed, so wie wir Christen Folger des Christus sind. Von daher finde ich persönlich das Wort Mohammedaner besser und deswegen habe ich das auch in dem Titel des Videos so eingebaut. Ne? Nur mal eben da zur Erklärung, ne? Dass ihr versteht, wie ich denke. Und ich glaube, der Max ist da ganz auf meiner Linie, ne? Wenn ich ihn richtig kenne. Ja, doch schon. Also gut, mir ist das jetzt nicht so negativ konnotiert aufgefallen, aber das ist ja auch sicherlich was, was man noch ändern könnte. Im Grunde genommen es ist ja das Gleiche, ist ja damit gemeint. Ja, schon, aber es geht mir halt um die Ausdrucksweise. Das Muslime und Islam, das ist so... Ja, gerade heute, ne? Heutzutage. Ja, das hat immer so eine negative Konnotation, weißt du, weil die Leute an so viele schlechte Dinge gelinkt werden, die sie oftmals ja überhaupt nicht begangen haben, sondern da stehen ja die Katholiken dahinter, da steht der Antichrist dahinter. Ja? Deswegen spreche ich persönlich halt lieber von Mohammedanern als von Muslimen und lieber vom Mohammedanismus als vom Islamismus, wie auch immer. Ja. Das ist halt meine persönliche Meinung und ich bin mir ziemlich sicher, dass du mich in der Hinsicht auch unterstützt, aber dass du natürlich hier bei der Übersetzung da nicht ständig dran denken kannst und das mehr so übersetzt, wie es da steht, das ist ja verständlich. Aber deswegen sage ich das eben, dass die Leute begreifen, dass ich lieber das Wort Mohammedaner gebrauche als das Wort Muslim. Ja? Also, Mohammedaner, wie Katholiken eben auch, bezeichnen sie, also die Maria, als Mutter Gottes oder Sayyida, wenn ich das jetzt richtig ausspreche. Sie wird auch in der mohammedanistischen Welt als reine und ehrbare Heilige verehrt. Tatsächlich gelten Jesus und Maria im Koran als rein und heilig. Im Gegensatz dazu wird Mohammed gesagt, dass er um Vergebung für seine Sünden bitten soll. Also Mohammed, obwohl der Prophet Allahs, ist kein perfekter Mensch. Ja, und deswegen können sie auch nicht akzeptieren, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der perfekt ist, der sündenlos ist, weil sie Jesus und Mohammed im Grunde auf eine Stufe stellen wollen. Da geht es im Grunde drum. Ja? Und wenn wir Jesus und Mohammed auf eine Stufe stellen, dann sind wir schon wieder leichter bei der Einmachung, versteht ihr? Und um nichts anderes geht es in diesem Buch. Die Einmachung aller Religionen. Ja? Maria im Koran. Sie wird im Koran nicht weniger als 34 Mal erwähnt. So, da habe ich mal eine kleine Untersuchung gemacht. Ich habe mir ein paar Dinge vorbereitet. Ne? Ist ja nicht so, dass ich gar keine Zeit hatte. Ganz kurz hatte ich eine Zeit. 34 Mal wird sie vorbereitet, wird sie ernannt. Maria Erscheinung hier. Das ist, wenn ich die Google suche, eine Gruppe Mary in Koran. Ich mache das dann in Englisch, weil im Deutschen findet man dann nicht so viele Treffer. Mache ich das im Englischen, also Mary in Koran, ja, also wie wird Maria im Koran bezeichnet oder wiedergegeben. Da steht dann hier zum Beispiel, so she conceived him and she withdrew with him to a far place. Ne, also so hat sie ihn empfangen und sie ging weg mit ihm zu einem abgelegenen Platz. Oder O Maria, behold, siehe, Allah hat dich ausgewählt und dich zu einer puren und erhobenen Frau gemacht über allen Frauen dieser Welt. Ne? Koran 3,42 steht hier. Ja, hier sehen wir es ein kleines bisschen größer. Ne? O Maria, beschaue oder siehe, oder wie sagt man das im Deutschen, weiß ich jetzt nicht. Ja, siehe, behold, siehe ist schon richtig. Ja? Ja. Allah hat dich ausgewählt und hat dich rein gemacht und hat dich erhoben über alle Frauen dieser Welt. Na, das ist noch ein wenig kräftiger als das, was im ersten Lukas-Evangelium über Maria gesagt wird. Hier kann man also ganz deutlich sehen, dass die Mohammedaner also Maria verehren, ja, als eben eine reine Frau. Oder hier zum Beispiel, O Mary, indeed God gives you the good news of a world from him.
of one whose name will be the Messiah, Jesus, the son of Mary, held in honor this world und so weiter und so weiter. Auf das Zitat kommen wir gleich in dem Buch auch noch, das muss ich jetzt hier gar nicht lesen. Der Punkt, den ich machen wollte, ist, man gibt halt nur mal eben kurz diese zwei Stichworte im Google ein und dann seht ihr, wie viele Aussagen wir hier über Maria und im Koran treffen. Natürlich auch diese ganzen Dinge, die in Arabisch oder sonst wie geschrieben sind, das kann ich natürlich jetzt nicht lesen. Vielleicht können das einige von euch lesen, wer es nicht lesen kann, spielt auch keine Rolle, das ist ja für jeden, also international, aber hauptsächlich ist das hier halt alles in Englisch. Und da seht ihr, wie im Koran eben auch die Maria veneriert wird, sage ich mal. Hier zum Beispiel sehen wir ein ganzes Buch, ne? Maria und Jesus im Koran. Das ist ein ganzes Buch, das darüber geschrieben wurde. Also, das wird hier mal kurz erwähnt. Ne? Im Gegensatz dazu wird Mohammed gesagt, dass er um Vergebung für seine Sünden bitten soll. Wie gesagt, sie bezeichnen sie auch als Mutter Gottes und so weiter und so weiter. Hier sehen wir ganz deutlich, wie oft die hier halt in der, im Koran erwähnt wird. So. Darüber hinaus ist die 19. Sure, also das ist ein Kapitel, wie Michael, sage ich schon, wie Max vorhin richtig erwähnt hat, die Sure, das sind also die verschiedenen Kapitel des Korans. Ein ganzes Kapitel ist hier nach ihr benannt. Schon allein aus diesen Fakten ist ersichtlich, dass die Mutter Gottes von orthodoxen Muslimen oder bei orthodoxen Mohammedanern als vor allen Frauen gesegnet angesehen wird. Betrachten Sie die folgenden drei Zitate, die direkt aus dem Koran stammen. So. Und jetzt ist die Lesung für heute hier vorbei. Weiter komme ich in diesem Buch nicht als dieses erste Zitat. Denn dieses erste Zitat sagt, und gedenke der Worte der Engel an Maria, sie sagten, Allah hat dich auserwählt. Er hat dich rein gemacht und dich über die Menschheit erhoben. Das ist das Outro, das wir in diesem Video nachher sehen werden, wenn das Video vorbei ist. Und das habe ich hier mal eben vorbereitet, das erste Lied. Schaut euch mal eben den Text an. Da wird es hier gesungen. Das ist genau der Text. So, du kannst das jetzt natürlich nicht hören, Max, weil ich das hier auf meinem Computer abspiele. Aber der Text sagt hier, gedenke der Worte der Engel an Maria. Sie sagten, Allah hat dich auserwählt. Warte mal, machen wir das mal. Sag mal, was ist denn hier los heute mit dem Computer? Ey? Ich will das Bild kleiner machen jetzt. Geht wieder nicht. So dann. Sie sagten, Allah hat dich auserwählt, er hat dich reingemacht und dich über die Menschheit erhoben. Und erwähne, als die Engel sagten, O Maria, Allah hat dich erwählt und gereinigt und dich über die Frauen der Welt erwählt. Also, wir können jetzt natürlich darüber diskutieren, das ist nicht Wort für Wort, aber es steht, das ist eine leicht andere Übersetzung. Wie gesagt, der Koran ist ja auch nur eigentlich beabsichtigt, um in Arabisch gelesen zu werden und nicht in anderen Sprachen, von daher sind da kleine Diskrepanzen, aber wir sehen ja wohl, dass der Sinn dieses Satzes ein und derselbe ist, nicht wahr? Erwähne, als die Engel sagten, O Maria, Allah hat dich erwählt und gereinigt, über die Frauen der Welt erwählt, wird hier gesungen und das leitet hier halt das Outro unseres Videos ein. Ihr seht hier unter den Text in Englisch und hier oben seht ihr den Text in Arabisch, der dann natürlich von rechts nach links gelesen wird, wo wir halt von links nach rechts lesen. Ja? Das ist ein Zitat aus dem Koran. Der Messias, der Sohn Mariens, war nicht mehr als ein Apostel. Andere Apostel starben vor ihm. Seine Mutter war eine heilige Frau. Also hier ist wieder, was wir gerade eben gelernt haben, 1. Johannes Kapitel 2, Vers 23, wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Genau dasselbe haben wir hier wieder. Das ist aus dem Koran. Der Messias, der Sohn Mariens, also nicht der Sohn Gottes, war nicht mehr als ein Apostel. Also wieder eine Verleugnung, eine Nicht-Anerkennung, dass Jesus Christus mehr war als ein normaler Mensch und dass er mehr war als die anderen Apostel, wie zum Beispiel Hesekiel oder Jeremia oder Jesaja oder Obadiah und wie sie alle hießen, ne? Diese ganzen wunderbaren Propheten, die Jesus angekündigt hatten im Alten Testament. Hier ist der Messias, der Sohn Mariens, ne? Nicht der Sohn Gottes, nicht mehr als ein ganz normaler Apostel. Die Leugnung der Göttlichkeit Jesu Christi. Andere Apostel starben vor ihm, das heißt, er ist auch gestorben. Was heißt denn das? Wenn hier steht, andere Apostel starben vor ihm, da steht aber dann nicht bei, aber er ist wieder auferstanden, das heißt, sie
leugnen die Auferstehung. Aha. Seine Mutter war eine heilige Frau. Er war also wohl nicht heilig. Oder wie muss ich das verstehen? Und ein anderes Zitat aus dem Koran lautet: Daraufhin sprach Jesus und sagte, na, da wollen wir doch mal sehen, wollen wir das mal an die Bibel halten, um zu sehen, ob er das wirklich gesagt hat? Ich bin der Diener Allahs. Er hat mir das Buch übergeben und mich zu seinem Propheten bestimmt. In der Bibel steht darin, dass das Wort war Gott und Jesus ist das Wort. Das heißt, ihm wurde das Buch nicht übergeben, ihm wurde das Wort nicht übergeben, er ist das Wort. Ja? Sein Segen ist auf mir, wohin ich auch gehe, und er hat mich ermahnt, standhaft im Gebet zu sein und Almosen zu geben, solange ich leben werde. Er hat mich ermahnt, meine Mutter zu ehren und mich von Eitelkeit und Bosheit zu befreien. Wo steht das in der Bibel, dass Jesus ermahnt wurde, seine Mutter zu ehren? Wenn er seine Mutter als Mutter niemals angesprochen hat, wenn er seine Mutter als Mutter niemals akzeptiert hat in der Bibel, sondern wenn er von anderen darauf angesprochen wurde, von Jesus, du, deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern, die stehen da draußen und wollen mit dir sprechen, und er sich umdreht zu seiner Gemeinde, der er gerade predigt, und sagt, siehe, ein jeder, der das Wort Gottes hört und lebt, ist meine Mutter, mein Bruder oder meine Schwester. Ne? Jesus Christus hat Maria nicht ein einziges Mal in der ganzen Bibel als seine Mutter angesprochen. Ich sage nicht, dass er es nicht getan hat. Ich sage nur, dass es in der Bibel nicht drin steht. Warum steht es nicht drin? Weil man damit ihr eine Rolle geben würde, die Gott ihr eben nicht geben will. Gott hat Maria ausgewählt, um das Gefäß zu sein, das Jesus Christus gebärt, das Gott als Mensch auf die Welt bringt, aber darum ist sie nicht die Mutter Gottes, sondern sie ist die Mutter des Menschen Jesus Christus. Des Menschen. Sie ist nicht die Mutter des Gottes Jesus Christus. Ganz, ganz großer, aber feiner, oftmals Unterschied, wo wir mal eben doch das berücksichtigen wollen in dieser Lesung. Bitte schön. Max, wenn du eine Bemerkung hast, dann unterbrichst du mich bitte, ne? Ja, das ist, steht zum Beispiel in Lukas 8, 21, wo er antwortet und zu ihnen sprach, also wo da seine Mutter und Dings kommen, und dann wird ihm berichtet, dass seine Mutter und seine Brüder draußen stehen und ihn sehen wollen. Da antwortet dann Jesus in Lukas 8, 21. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, meine Mutter und meine Brüder sind die, welche das Wort Gottes hören und es tun. Ja, also deutlicher kann man es, denke ich, dann auch nicht bringen an der Stelle. Ja, das habe ich ja ungefähr so gesagt, ne? Ja, genau, das dürfte dann ein anderes Evangelium, ja, es steht, anderes Buch sein. Solche Dinge stehen immer in mindestens zwei Evangelien, nur halt aus einer anderen Sichtweise geschrieben. Genau. Aber ja. Es geht ja auch nicht darum, Wort für Wort das zu zitieren, sondern um den Sinn rüberzubringen, und das ist mir ja soweit ganz gut geglückt, glaube ich. Genau, ja. Ja, ich hatte gerade gesagt, hier mit diesem ersten Zitat ist jetzt die Lesung vorbei. Nee, ich hatte eigentlich was anderes gemeint, da müssen wir noch hinkommen. Aber wollen wir mal sehen, ob wir da hinkommen, weil wir sind ja schon fast bei einer Stunde. Ich kann es ja auch nicht helfen, dass das so furchtbar interessant ist und ich nicht so viel schaffe, wie ich eigentlich schaffen möchte. Muslime und die Erscheinungen von Maria. Jetzt wird es interessant. Die Erscheinungen von Maria und wie sehen die Mohammedaner sie? Obwohl es offensichtlich ist, sagen die Autoren, dass Maria von Anhängern der islamischen Religion als die gesegnetste Frau aller Zeiten angesehen wird, bedeutet dies notwendigerweise, dass Muslime auf marianische Erscheinungen oder Zeichen reagieren und sich wundern würden, so wie es viele Katholiken, Orthodoxe und sogar Protestanten tun? Heißt das das wirklich? Würden Muslime auf diese Erscheinungen hören und die Botschaften beachten? Um diese Frage zu beantworten, können wir eine Marienerscheinung betrachten, die im 20. Jahrhundert Millionen von Muslimen erschienen ist. Ja, jetzt habe ich hier noch nicht mal farblich markiert, wann ich denn das Video einspielen will. Also lesen wir mal kurz den ersten Absatz hier. In einer koptisch-orthodoxen Kirche in Zaitun, Ägypten, einem Vorort von Kairo, ereignete sich eine bemerkenswerte Reihe von Ereignissen. Eine Frau, von der die Betrachter glaubten, dass sie Maria sei, erschien in Form einer Erscheinung, die Zeichen, Wunder und Heilungen vollbrachte.
Dieselbe Frau erschien jahrelang mehrere Nächte pro Woche. Die überwiegende Mehrheit der Zuschauer waren Muslime. Hier ist eine Beschreibung der Ereignisse rund um die Zeitun-Erlebnisse. Und bevor wir uns das jetzt anschauen, werden wir einmal das anschauen, was ich vorhin ein wenig recherchiert hatte. Erstens gibt es hier einen wunderbaren Artikel von der Webseite Catnet News, also das ist katholisches Net News. Also hier geht es um eine Aussage der Katholiken selber. Vorhin hatten wir ja bereits angeholt, dass wir in vielen anderen Büchern oftmals die römisch-katholische Enzyklopädie zitieren werden. Hier werden wir jetzt mit diesem Artikel fortfahren, aber das ist halt nicht mehr für heute, das ist für nächste Woche, oder Entschuldigung, für nächste Lesung. Ja, für die nächste Lesung. Abschließend tun wir jetzt mit Folgendem. Hier haben wir Bilder über die Marienerscheinung in Zeitun. Einerseits haben wir die koptische Kirche von Zeitun. Das ist hier diese. Habe ich mal groß als Bild mit rausgesucht. Ja, hier wird also die, soll die Erscheinung gewesen sein, obwohl diese Kirche der Heiligen von Zeitun in Wien, also warum sie die jetzt in Wien auch gebaut haben, weiß ich auch nicht. Gut, ich hatte hier irgendwo drauf geklickt von die Kirche. Hier, da habe ich drauf geklickt, weil ich die Kirche haben wollte. Das sind hier Bilder von Zeitun. Das sind hier anscheinend Leute, die, was weiß ich, irgendwie was sehen, was wohl ganz wunderbar ist, bla bla bla. Marienfigürchen und so weiter und so weiter. Es gibt hier einen Film auf YouTube und den schauen wir uns eben an. Der dauert nicht lange. Nur 26 Sekunden, der Ton ist auch unwichtig, da läuft im Grunde gar nicht viel. Und außerdem, wenn ich nur die Bilder zeige, kriege ich vielleicht auch keinen Copyright-Strike. Also von daher, Kommentar geben kann man hier auch nicht. Das ist ein Film über die Jungfrau Maria, Erscheinung in Warak, Dezember in Ägypten, weil ich hier halt in der Suche Zeitun eingegeben hatte. Schaut euch das mal an. Das ist jetzt also eine Erscheinung sozusagen, ja, irgendwas leuchtet da. Das kann für mich jetzt also ein Laserspiel sein, das kann für mich dieses Blue Beam sein, das kann alles Mögliche sein. Die Manifestation eines Geistes kann es nicht sein, aus dem einfachen Grunde, weil Geister sich nicht materiell manifestieren können. Ja? Das geht nicht. Mal gucken, das ist Maria im Koran, das ist der Artikel, Heilige Jungfrau, das ist das Bild, Maria-Erscheinung in Zeitun und das waren hier die Bilder. Und da hatte ich vorher schon halt das gegoogelt und da bin ich auf dieses Video gekommen, glaube ich. Ach nee, das ist gar nicht richtig. Das Bild, da das findet sich ja auch. Eins der Bilder hier, das hat zu dem Video geleitet. Was weiß ich, war hier, das hier. Seht ihr? YouTube.com. Ich hatte hier drauf geklickt und dachte, das wäre jetzt die Zeitun-Erscheinung. Ist aber anscheinend was anderes. Ja, findet sich auch bitte, im Abspann, ne, glaube ich. Das entsprechende Video, glaube ich sogar, was jetzt hier auch gemeint ist in Zeitun. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das aus Zeitun kommt, aber das stimmt. Im Abspannvideo hier zum Schluss kommt das vor. Warte mal, wo ist denn das? Stückchen eher hier. Also das kann man sich ja am Ende des Videos, ja genau, da das seht ihr, ja. Das seht ihr ja gleich, das kommt ja gleich, ne? Dann seht ihr das hier, machen wir eben den Ton aus. Ich würde auch gleich noch erzählt, dass es eben so bläulich schimmernd, bläulich, gelblich schimmernd ist. Und das hier oben ist die Maria, das hier unten ist ein Telefon, ne? Also das hier oben müssen wir sehen. Ne? Ja, ob das jetzt in Zeitun war oder wo auch immer, aber das gilt eben auch als Marienerscheinung und deswegen hatte der Brett da damals das als Outro-Video produziert, wofür ich ihm heute noch unglaublich dankbar für bin, dass ein nur englisch sprechender Amerikaner mir so wunderbare Videos macht für meine deutsche Buchlesung. Ganz, ganz toll. Das ist eben, ja. Ich kann es nicht oft genug wiederholen. Das ist wieder Geist. Ja, das ist, wie der Geist arbeitet in dieser Gemeinde, die wir ja im Grunde darstellen. Deswegen sind wir keine Kongregation oder irgendwie eine Glaubenskongregation oder Richtung oder was. Wir sind einfach nur bibelgläubige Christen, die sich vereinen und die zusammenarbeiten und dafür sorgen, dass diese ganzen Wahrheiten ans Licht kommen. Dem habe ich mich verschrieben, den hat Max sich verschrieben, deswegen wird er das Buch weiter übersetzen. Wir werden nächstes Mal in dem Buch auch weiterlesen in Kapitel 3. Entschuldigung, dass ich wieder nicht so viel geschafft habe. Ich hoffe, dass es trotzdem interessant für euch war und euch mit einigen Dingen die Augen geöffnet hat. Ich glaube, dass du sogar gerade eben dem Max die Kinnlade aufs Tablett geflogen ist hier, als ich ihm das vorgelesen hatte aus dem Doppelgesicht des Papstums, die zwei Zitate aus der römisch-katholischen Enzyklopädie und aus dem protestantischen
aus der protestantischen Konfession, die da abgelegt werden musste, die beiden Aussagen, ja, das ist doch im Grunde alles sagend, ne? Gehe ich mal von aus. Und jetzt möchte ich gerne den Max die letzten Worte dieser Lesung heute auch geben. Bitteschön. Ja, also ich denke, deutlicher kann man es nun wirklich nicht mehr machen, Jörg. Ja, also das war ja schon, ich glaube, das war in der Mitte dieser Lesung, wo du da auf den Punkt hinausgekommen bist, aus dem Buch Doppelgesicht des Papsttums, wo also in dieser Enzyklopädie der römisch-katholischen Kirche ja quasi selber gesagt wird, dass sie das Antichristentum ist, um jetzt mal biblisch zu sprechen. Und gut, wir haben jetzt nicht so viel von Kapitel 3 geschafft. Wir haben ein paar Auszüge aus dem Koran gelesen. Da gehen wir sicherlich nächstes Mal dann noch tiefer drauf ein. Aber ich denke mal, wir haben ja doch schon ganz deutlich vor allem den Punkt gemacht, dass es eben ein ganz bestimmter Geist ist, der nicht nur den Koran inspiriert hat, sondern eben auch die römisch-katholische Kirche, wie sie sich ja eben in dieser Enzyklopädie auch selber so wunderbar geoutet hat, nämlich der antichristliche Geist. Und dem kann man ja vor allem nur dann offen auch sehen und erkennen, wenn man sich entsprechend mit der Bibel befasst, wie wir ja dann auch gleich zu Anfang im 1. Johannes Kapitel 2 festgestellt haben. Also als wir uns kurz mit den einleitenden Worten dieses Buches befasst haben, in Kapitel 3, wo wir da in den 1. Johannes Kapitel 2 gegangen sind, dass wer den Sohn leugnet, der auch den Vater nicht hat. Und damit hätte man, hast du glaube ich auch kurz erwähnt, die Lesung schon abschließen können, weil im Grunde genommen ist das für einen bibelgläubigen Christen dann schon, eigentlich alles offensichtlich. Man müsste sich noch nicht mal tiefergehend mit dem Koran selber befassen und herausfinden, dass das aus römisch-katholischer Feder stammt, der ganze Schinken. Also glaube ich, ne, das geht ja darauf zurück, wenn ich mich nicht irre. Ja, ja. Oder? Das ist ersichtlich. Das ist ja eine Sache, die Alberto Rivera damals rausgebracht hat. Okay, der war das. Dass der Vatikan also den Mohammedanismus gegründet hat. Das hängt dann zusammen mit der Nonne, die den Mohammed geheiratet hat und finanziell unterstützt hat und alles drum und dran, die also in ein Kloster ging und so weiter und so weiter. Ganz interessant, aber selbst wenn man jetzt sagt, ja, Alberto Rivera, den glaube ich nicht und der erzählt nur Blödsinn, das kann ja alles sein. Aber wenn man die Lehren des Koran neben die Lehren der römisch-katholischen Kirche lehrt, wenn man dann nicht sieht, dass das mehr oder weniger dasselbe ist, ja, dann ist es doch logisch. Ich meine, schaut euch die anderen Religionen an. Schaut euch den Buddhismus an. Hat der was mit dem Islam zu tun? Nö. Hat der Hinduismus was mit dem Islam zu tun? Nö. Hat Schamanismus irgendwas mit dem Islam zu tun? Nö. Hat römischer Katholizismus was mit dem Islam zu tun? Ja. Und was das damit zu tun hat, das sehen wir eben auch in dieser Buchlesung, wo es eben um die Himmelskönigin geht. Worum es nicht zu vergessen, die Himmelskönigin ist nichts anderes als Astarte, Semiramis, Ishtar, nennt sie wie ihr wollt, Venus, Diana, Aphrodite, das spielt alles keine Rolle. Das ist alles ein und dieselbe Soße, hat nur einen anderen Namen. Ist aber ein und dieselbe Person. Und die wurde durch missionarische Adaption aus dem Heidentum in das römisch-katholische Christentum integriert. Ja, ich nenne es römisch-katholisches Christentum, weil es ist kein Christentum im biblischen Sinne. Es ist römisch-katholisches Christentum. Das ist die einzige Art Christentum, die ich dem römischen Katholizismus zugestehe. Und das gibt sich in unserer Welt aus als das Christentum. Und Leute verwechseln das dann mit dem, was biblisches Christentum ist. Das ist was ganz anderes. Und wenn man dann die Lehren nebeneinander legt, was im Koran gelehrt wird, und welche Aussagen im Koran stehen, und man legt das neben die Lehren und die Aussagen der römisch-katholischen Kirche, dann kann man nicht umhin, um zu sehen, dass die beiden wie Bruder und Schwester sind oder wie Schwestern untereinander. Und das bringt uns dann zurück auf Offenbarung Kapitel 17. Lass mich das mal eben aufschlagen. Offenbarung Kapitel 17, Vers 5. Es steht geschrieben, und auf ihrer Stirn war ein Name geschrieben, Geheimnis, Babylon, die Große, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. Und was sind Huren? Abgefallene Frauen. Und was sind Frauen in der Prophezeiung? Kirchen. Und was ist der Mohammedanismus? Was ist der Islam? Eine Glaubensgemeinschaft, eine Kirche im sogenannten Sinne. Und Babylon ist die Mutter der Huren. So einfach ist das.
Bitte, Max, hast du noch was zum Abschluss? Ja, so einfach ist das im Grunde genommen und so einfach wäre es grundlegend von vornherein generell, wenn man sich auch nur mit der Bibel befasst. Da braucht man auch gar nicht mal großartig andere Bücher lesen, weil wir haben ja nichts anderes getan, als dann eine entsprechende Bibelstelle rauszusuchen und war festgestellt, ach, schau mal hier, ja, deutlicher kann man es gar nicht sagen, wie es schon längst geschrieben steht. Und in diesem Sinne ist es auch einfach unermesslich wichtig, dass wir im Wort Gottes feststehen und dass wir sehr genau wissen, wo wir entsprechende Bibelstellen auch nachschlagen können oder wie wir uns zu verhalten haben, wenn uns entsprechende falsche Geister ihre Doktrinen aufschwatzen wollen oder sie uns begegnen. Und ja, so wie Maria hoch gelobt wird und heute in der Agenda, gerade im Klimaschutz auch, das Bild der Frau immer stärker verkauft wird, sei es durch Greta Thunberg oder generell die Gleichstellung oder Emanzipation. Da gab es ja auch das tolle Bild, was du letztes Mal in der letzten Lesung gezeigt hattest über die evangelische Kirche in Deutschland. So hoch wie die Himmelskönigin gestellt wird, so gebrechlich und schwach wird immer das Jesuskind dargestellt. Wie es jetzt im, ich glaube, Papstbrief über die Bedeutung der Grippe ja doch sehr deutlich wurde. Das kann man sich auf der Seite der Vatikan News selber anschauen, wo der Vatikan sagt, Gott zeigt sich so in einem Kind, also ne, Jesuskind in der Krippe, um sich von uns in die Arme schließen zu lassen. In der Schwachheit und Zerbrechlichkeit verbirgt er seine alles erschaffende und verwandelnde Kraft. Ja, also das ist hier wieder mal der Vatikan, der über Jesus spricht. Ja, ich denke mal, diese Gegensätze, die kann man gar nicht deutlicher darstellen. Wir haben das große Glück, dass uns eben die Heilige Schrift gegeben ist, mit der wir eben solche und auch andere Gotteslästerungen und Lügen eben da doch sehr deutlich aufdecken können. Und ich denke, die heutige Lesung war wieder mal ein gutes Beispiel dafür. Und in diesem Sinne ist es vor allem wichtig, ihr wisst es schon, die Bibel zu lesen. Ja, in diesem Sinne, lest eure Bibel. Bis zur nächsten Lesung. Maranatha. قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. I'm not afraid. 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 I'm not afraid.